So, da sind wir zurück in der Thematik. Ich hatte es zuletzt angekündigt, und zwar, dass ich mit einer Schriftstellerin sprechen möchte. Hatte ja zuletzt eine Ausgabe des Freilichtmagazins vorgestellt und hatte dann angekündigt und versprochen, dass ich eine der Kolumnisten, und zwar zu meiner Rechten Bettina Gruber, vorstellen möchte und gerne mit ihr ins Gespräch gehen möchte. Ein paar Themen tiefer erörtern und beleuchten will. Und gleich zu Beginn möchte ich Bettina Gruber das Wort übergeben, einige Worte mal zu sich selbst zu sagen, sich mal kurz vorzustellen, meinen Zuschauern, die dich noch nicht kennen. Ja, lieber Ferros, ich danke dir. Ja, wie du schon sagtest, mein Name ist Bettina Gruber. Ich bin Literaturwissenschaftlerin mit einem stark kulturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Bin aber schon lange nicht mehr in der Wissenschaft und bin als freie Publizistin tätig. Und ich habe sowohl unter meinem eigenen Namen als auch unter dem Pseudonym Sophie Leibniz im Antaios Verlag eine ganze Reihe von Texten und auch Büchern vorgelegt. Und ich denke, Ferros hat mich speziell eingeladen, weil ich ein Buch mit dem Titel Leben unterm Regenbogen geschrieben habe. Genau. Und ich denke, das war vielleicht jetzt der Anlass für die Einladung. Tatsächlich, ja. Ich hatte das ja vor einigen Jahren rezensiert, dein Buch, und jetzt wieder über deine Kolumne gestolpert. Ähnliche Themen, Adressaten, ne? Also was ist Thema LGBT und Transideologie Genau. mit einem Verweis auch auf Transhumanismus und was das halt alles mit sich bringt. Genau, darüber wollte ich mit dir heute reden. Ist es nach wie vor etwas ein Thema, das dich beschäftigt? Naja, eigentlich ist es ein Thema, das mich persönlich weniger beschäftigt, denn ich habe es für mich sozusagen analysiert. Und Ja, wenn man ja. versteht, wie etwas funktioniert, wie ein Ja. Diskurs funktioniert, wie Kategorien eingesetzt werden, dann ist man selber persönlich nicht mehr so interessiert. Aber es ist natürlich so, wenn man dazu publiziert hat, dann wird man immer wieder Klar, angefragt. klar. Und es gibt natürlich immer wieder neue Fälle, die auch in großen Kreisen als Aufreger dienen. Und die bestätigen aber eigentlich immer nur Muster, die man schon kennt. Das. Also man kann ein bisschen Erkenntnisgewinn machen, aber ich glaube, in den großen Linien ist es eigentlich analysiert. Das ist auch meine Erkenntnis oder mein Stand der Dinge. Das Buch ist ja vor 4 Jahren erschienen, 2020, ne? Das Ja, ist so lange ist das schon. Ja, Corona-Jahr. Ja, genau, das geht okay. sehr schnell. Die Zeit fliegt. Absolut. Und ich denke auch, dass die Argumente ausgetauscht sind. Ich glaube im Wesentlichen ja, wobei ich allerdings feststelle, dass das in der Öffentlichkeit wenig greift. Also ich habe damals versucht zu zeigen, dass diese Rede zu sagen, ja, das ist ein Wahnsinn und ja, das ist ein Irrsinn und ja, das ist Gaga, das drängt sich einem sozusagen als Otto-Normalverbraucher auf die Lippen. Und das ist auch vielleicht nicht ganz falsch, aber das sind natürlich keine analytischen Kategorien, sondern das sind Diskurse, also regelhaft funktionierende Redeformen und Praxisformen, die sich eben nach bestimmten Mustern organisieren und die daher fast zwangsläufig bestimmte Schlussfolgerungen hervorbringen. Und das ist für mich eigentlich das Interessante daran. Also es geht jetzt weniger darum, zu sagen, wie das auf einer populären Ebene häufig passiert, ja, XY ist ja total verrückt und YZ ist ja ein Irrer. Und das ist eigentlich normalerweise nicht der Fall, sondern die Leute folgen bestimmten Interpretationsmustern, die vorgegeben werden. Und das war eigentlich das, was mich zunächst einmal auch rein analytisch interessiert Das hat hat. dich so motiviert, auch zu der Thematik. Ja, das hat mich zu der Thematik sehr stark motiviert, weil es ist natürlich so, die Thematik ist sehr stark kontraintuitiv. Das heißt, von Haus aus käme die Mehrheit der Bevölkerung und du und ich auch nicht darauf, eine solche Ideologie zu entwerfen oder gut zu finden. Das ist Punkt eins. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum kann eine derart kontraintuitive Ideologie derart weite Kreise ziehen? Und dann wird gern argumentiert, ja, das wird ja ministeriell finanziert und von verschiedenen Medial NGOs, auch. medial. Das stimmt alles. Also es gibt diese Multiplikatoren und diese Finanz. Aber natürlich, die Ideologie muss eine inhärente Attraktivität haben, sonst kann ich finanzieren, so viel ich will, es wird sie niemand aufgreifen. Und das ist ja der interessante Punkt. Wir sind in einer Gesellschaft wie der unseren, die ja eigentlich vor dem Auftreten von LGBTQ äußerst liberal war und wo sehr viel erreicht worden ist, auch für Minderheiten, wie eine solche Gesellschaft dann auf eine solche Ideologie verfällt. Das ist ein Muster, das man immer wieder feststellen kann, gerade jetzt, spätestens jetzt. Das ist meiner Meinung nach offensichtlich. Ursprünglich ging es nur darum, dass sich gleichgeschlechtliche Menschen lieben dürfen. Ne? Genau. Und dann ging es um Adoption, um Heiraten. Und jetzt soll man sich das Geschlecht. Also es ist ein Muster, ne? Was so ein bisschen danach
ruft oder zumindest den Anschein erweckt, dass die unersättlich wären, diese Gruppierung, also zumindest auf politischer Ebene erscheint das so. Ja, das erscheint so und das ist auch genauso und das liegt, denke ich, daran, dass diese Diskurse, um einen Begriff von Niklas Luhmann zu verwenden, keine Stopp-Formel haben. Das heißt, all diese Gleichheitsforderungen und Rechtsforderungen, wo es ja auch berechtigte Forderungen gibt, die haben keine Bremse eingebaut. Ja, sondern es wird etwas gefordert und dann wird immer weiter gefordert. Und das treibt das dann in diese, für den Beobachter, in skurrile Sachlage, die wir jetzt haben. Also das wird vielleicht auch beidseitig befeuert. Ne? Das war so ein bisschen das Dilemma, was ich zu Corona-Zeiten hatte, womit wir auch gleich auch mal ein paar Themen anstreichen können. Ganz kurz, Bettina, ich muss mal kurz gucken, um auch damit auf andere Themen zu sprechen zu kommen. Im Zuge der Corona-Zeit hatte ich immer das Gefühl, dass man, wenn man ein Thema aufgreift, was die Medien vorgeben, und auch sei es nur, auch nur, um es zurückzuweisen und zu kritisieren, man ist automatisch bis zu gewissen Teilen affirmiert. Ja. Also beispielsweise Corona hat sehr gut funktioniert, das war die, hat eine Hysterie ausgelöst. Ne? Im Vergleich dazu beispielsweise, vielleicht erinnerst du dich noch an die Affenpocken. Da hatte ich das Gefühl, dass sie es versucht haben, das auch hat nicht gegriffen. Ja, ja. Und es hat nicht gegriffen, weil die Leute mit den Schultern gezuckt haben und dann auch die Hysterie ist versandet und auch das Thema an sich ist versandet. Das ist so ein bisschen so ein Muster, das ich erkannt habe. Ja, ja, ich denke, das ist auf jeden Fall richtig. Jetzt werden wir sehen, wie es mit der Vogelgrippe wird. Ja, ganz genau. Ob das noch einmal greift, ganz das, was bei Corona gemacht wurde. Aber ich denke, dass diese Frage nach Corona jetzt, ohne irgendwas auf irgendetwas Inhaltliches einzugehen, was ich ja als Nichtmedizinerin jetzt nicht anstrebe, es geht uns um die Rahmenbedingungen, das zeigt schon etwas sehr Interessantes und eigentlich eine Kernproblematik in unserer Gesellschaft, besonders derzeit. Und das ist die Frage, wie Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse in die Gesellschaft eingespeist werden können und dort überhaupt repräsentiert werden können. Und das ist eigentlich ein Grundproblem, das wir sowohl bei Corona haben natürlich, als auch beim Klimawandel, als auch bei dieser Gender-Geschichte, wo man sehr stark sieht, dass versucht wird, aus ideologischen Positionen heraus die Naturwissenschaften gewissermaßen zu kolonisieren. Ja. Und das ist mir als ein interessantes Muster aufgefallen, weil ursprünglich ist das umgekehrt gewesen. Also beispielsweise der Darwinismus ist dann begeistert aufgegriffen worden von verschiedenen Interessenten im Bereich der Kunst und der Ideologie und der Medien und so weiter. Und die haben sich dann irgendwelche Vulgär-Darwinismen daraus gestrickt. Aber die Naturwissenschaft war sozusagen der Bildgeber für diese kulturellen, der Vorgeber. Und jetzt läuft sehr stark der Versuch, das umgekehrt zu organisieren. Das ist sehr interessant. Und es gibt jetzt, habe ich gesehen, ein Forschungsprojekt, ein neues, ein Verbundprojekt, an welche Uni war das? Lübeck, Sex Diversity an der Universität Lübeck. Und da war es interessant, die Ankündigungen dazu zu lesen, weil da war ganz klar, dass sozusagen die Naturwissenschaften, die Biologen in diesem Sinn von dieser Ideologie der Mehrgeschlechtlichkeit majorisiert werden sollen. Und das ist eine spannende Entwicklung, ist auch eine beunruhigende Entwicklung. Ja, sicherlich. Du hast in diesem Kontext auch immer wieder in deiner Kolumne den Begriff geprägt und erwähnt, der Entdifferenzierung. Kannst du das mal erläutern, auch für die Zuschauer, die das verstehen, im Kontext der Wissenschaft? Gerne, es ist so. Also, soziologisch betrachtet leben wir in einer sogenannten funktional differenzierten Gesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft zerfällt in Kommunikationssysteme, ich sage Wissenschaft, Recht, Religion, Kunst, sogenannte große Funktionssysteme, und die funktionieren nach ihren eigenen Spielregeln. Ja. Also in der Juristerei wird nur nach juristischen Gesichtspunkten entschieden und nicht nach religiösen. Und in der Kunst wird nach ästhetischen Gesichtspunkten entschieden und nicht, ich sag mal, nach wissenschaftlichen, technischen, nach religiöser Empfindlichkeit oder was auch immer. Ja, okay. So. Und diese Funktionentrennung ist eine große Errungenschaft. Eine sinnvolle. Sinnvolle, ja. Und sie ist auch natürlich ein sehr komplexes Gebilde, das auch nicht so stark auf bestimmte Individuen angewiesen ist, sondern sozusagen, wenn ein Individuum aussteigt, dann wird diese Funktion anderweitig erfüllt und so weiter. So. Und das ist eine funktionale Differenzierung. Und diese funktionale Differenzierung ist
meines Erachtens, und auch andere Leute haben das beobachtet, jetzt sozusagen von verschiedenen Seiten her unter Beschuss oder von verschiedenen Seiten her anfällig geworden. Und man sieht zum Beispiel hier, wenn politisch-ideologische Gesichtspunkte sehr stark in die Wissenschaft importiert werden, dann habe ich keine genuine Funktionentrennung mehr. Also so wie im Sozialismus, wo du Lysenko hattest, diesen sowjetischen Wissenschaftler, der dann erklärt hat, dass man die Hirse irgendwie durch Beeinflussung verändern kann und nicht durch Erbgut. Und das musste einfach aus ideologischen Gründen geglaubt werden. Mhm. Und man sieht daran, dass solche Indifferenzierungsprozesse sehr schädlich sein können. Indifferenzierung meint in dem Fall quasi die Vermischung zum Beispiel. Ist zwei, die Entflechtung. Also ja. das, was vorher separat funktioniert genau. hat, natürlich interagiert hat, aber für sich funktioniert hat nach eigenen Kriterien, da fließen dann sozusagen die Kriterien zusammen. Oder wenn du eine starke Politisierung der Kunst hast. Ja, also wenn da reingeredet werden kann. Nicht? Die Theaterwissenschaftler können darüber ein Buch schreiben. Ja, zum Beispiel. Also das sind jetzt nur in einer etwas vereinfachten Form. Und es haben verschiedene Leute vermutet, dass es jetzt Indifferenzierungsprozesse gibt. Mhm. Und das scheint mir auch in der Tat so zu sein, weil wenn die Politik sich überall einmischt und in alle Systeme eingreift, dann ist meiner Meinung nach diese funktionale Differenzierung beschädigt. Und man kann jetzt natürlich überlegen, ob sozusagen die Form der Demokratie, die wir haben, die liberale Demokratie, ob die nur auf Basis einer Funktionentrennung, einer funktionalen Differenzierung funktionieren kann. Mhm. Und das ist natürlich, denke ich, schon der Fall, denn wenn, wie gesagt, zum Beispiel die Wissenschaft überall hineinregiert und dann auch die Politik überall hineinregiert und auch von der Wissenschaft die Ergebnisse fordert, die sie haben wollen, dann ist diese relative Unabhängigkeit der Funktionen nicht mehr gegeben. Und das ist sicherlich eine Gefahr, und Diktaturen sind zum Beispiel dann eben nicht oder in einem viel geringeren Maße funktional differenziert. Und das ist möglich, dass wir uns in die Richtung bewegen. Möglich, bitte. Ja, in dem Kontext wird ja auch immer wieder semantisch zumindest der Begriff der Wissenschaft bemüht. Ne? Ja. Die Wissenschaft sagt. Mhm. Ja. Das ist ein sehr interessantes Thema, was ich auch immer mal wieder auf meinem Kanal aufgegriffen habe. Es lässt sich halt hier und da widerlegen. Am meisten skeptisch macht mich natürlich die ganze Klimafrage. Mhm. Also ich sage da ganz bewusst, ich bin skeptisch, ich bin kein Gegner der These, weil ich selber kann es auch nicht wissen, würde dann den Debatten zwischen Physikern und Meteorologen lauschen, im Zweifel. Aber genau das ist der Punkt. Die Wissenschaft sagt, wenn wir jetzt uns die Frage stellen, was ist denn objektive Wahrheit? Mhm. Was ist denn objektive Wahrheit? Was ist, was können wir, also gibt es überhaupt faktisch evident? Und was können wir als wissenschaftlich gegeben annehmen? Mhm. Meinst du, darauf gibt es eine objektive Antwort? Was können wir als faktisch annehmen? Ja? Also Feroz, mit dieser Fragestellung wäre ich überfordert mit der absoluten Wahrheit, aber das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, diese Frage zu stellen, was ist die Wissenschaft? Ja. Und ich habe auch in der letzten Tumultnummer darüber geschrieben, weil das ein Thema ist, was mich sehr beschäftigt. Und es ist natürlich, es gab ja zum Beispiel auf Twitter diesen Hashtag Follow the Science. Yeah. Das war meiner Meinung nach der dümmste Hashtag überhaupt, weil er die Annahme tätigt, dass Wissenschaft sozusagen das wäre, was in irgendeiner Weise objektiv wahr ist. Aber die Wissenschaft ist zunächst einfach nur ein Sozialsystem. Ja. Und innerhalb dieses Sozialsystems werden nach bestimmten Prozeduren Wahrheiten ermittelt. Mehr ist das ja nicht. Ja. Und das heißt, die Wissenschaft ist nicht durch einen Konsens gekennzeichnet, wie man neuerdings irgendwie der Öffentlichkeit zu glauben scheint, durch einen Konsens, dem man folgen könnte, sondern sie wird im Gegenteil durch Dissens vorangetrieben. Durch Widerspruch. Ja, und es gab also überhaupt keinen Anlass zu sagen, wenn man sich einer bestimmten These zu Corona angeschlossen hat, gab es keinen Anlass zu behaupten, dass das the science wäre, weil es gab ja sehr viele Wissenschaftler, die das auch anders gesehen haben. Kann man nicht einmal zumindest von einem Stand der Wissenschaft ausgehen, dann an dem Punkt? Also, ich muss jetzt sagen, ich bin keine Medizinerin natürlich, wie gesagt, und die Meinungen... Nicht nur in dem Kontext, ja, okay. im allgemeinen Wissenschaftlichen. Ich weiß es nicht, weil die Meinungen teilweise ja so stark auseinandergehen, dass wahrscheinlich, wenn man sich mit einem Teilgebiet beschäftigt, kann man sagen, es gibt sozusagen eine minimale Schnittmenge, auf die sich die Leute einigen. Mhm. Aber zum Beispiel bei Corona scheint mir diese Schnittmenge sehr klein gewesen zu sein. Mhm. Und der Punkt ist einfach, dass man es so wahrnehmen muss, dass man sagen muss, okay, sowohl die widersprechenden Thesen, wenn sie nach wissenschaftlichen Standards operieren natürlich,
Also ich kann nicht mit irgendwas daherkommen und sagen, der Virus ist auf dem Besen dahergeflogen, das würde dann ausscheiden, die Aussage. Aber wenn ich nach wissenschaftlichen Standards verfahre, dann gehört natürlich sowohl die eine als auch die andere These zur Wissenschaft. Und ich sehe das als sehr bedenklich an, dass diese ganz einfache Wahrheit, die jetzt keine Kabbala ist, dass die aus der öffentlichen Debatte verschwunden ist und dass Wissenschaft jetzt als eine Art Keule gebraucht wird, um jedwede Positionen, die aus politischen Gründen nicht genehm sind, niederzuschlagen. Und das ist überhaupt nicht wissenschaftlich, sondern das ist, muss man sagen, eine primitive Art des Scientismus, also der Wissenschaftsgläubigkeit. Ja. Und das behandelt Wissenschaft praktisch wie eine Religion, also wie eine Verkünderin absoluter Wahrheiten. Mhm. Und das ist eine vollkommene Fehlapplikation des Wissenschaftsverständnisses. Kann man in dem Kontext auch von Dogma sprechen? Wenn das Dogma, wenn ein Dogma gesetzt wird, dass das dann halt höchst unwissenschaftlich ist oder kontrawissenschaftlich. Ich denke, man kann dann auf jeden Fall von Dogmen sprechen. Man sieht es ja beim Klimawandel. Ich lese gerade hier jetzt dieses neue Buch von Axel Bojanowski. Das ist ein Wissenschaftsjournalist der Welt. Und ich habe keine Meinung zu seiner Meinung über den Klimawandel, weil, wie gesagt, das wäre wieder inhaltlich. Das würde meine Kompetenz überschreiten. Aber er stellt sehr schön dar, welchen externen Mechanismen diese wissenschaftliche Ergebnisfindung unterliegt. Und dann kommen natürlich finanzielle Interessen, politische Interessen, ideologische Interessen und so weiter und so weiter. Und man sieht eigentlich, wie diese Vorstellung einer nach ihren eigenen Kriterien operierenden Wissenschaft immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird. Oder vielmehr, die Vorstellung wird hochgehalten, aber das Faktum tritt immer weiter zurück. Und das ist sehr, sehr, sehr bedenklich. Und ich habe mich vorhin mit einer Dame unterhalten, mit einer Juristin. Das ist ganz interessant. Und sie hat mich aufmerksam gemacht, ich hatte das schon wieder vergessen, dass es offenbar ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gibt. Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen. Wo statuiert wurde, dass die Bürgerrechte zwar gelten, aber nur unter der Einschränkung, dass sie den Klima, den klimatischen oder den Klimarechten sozusagen, ich drücke das jetzt mal so ein bisschen behelfsmäßig aus, der kommenden Generationen nicht schaden. Und das würde heißen, also man müsste sich das näher anschauen, wie gesagt, ich habe das gerade jetzt im Gespräch gehört und mich erinnert, dass ich was dazu gelesen hatte, aber wenn das so ist in der Tat, dann ist das natürlich erstens einmal absolut undemokratisch und zweitens eine Blaupause, um jede Art von Willkür gegenüber den Bürgern durchzusetzen, auf Basis einer wissenschaftlichen Annahme oder eines Korpus von wissenschaftlichen Annahmen, die ganz offensichtlich, und das sieht man auch als Laie, auf äußerst schwachen Beinen stehen. Auf tönernen Füßen. Ja, auf tönernen Füßen. Und da sieht man, dass hier zum Beispiel ein Schein von Wissenschaft oder ein Popanz von Wissenschaft genutzt wird, um die Demokratie eigentlich zu untergraben. Und das ist eine wirklich beunruhigende Entwicklung. Also in dem Zusammenhang hatte ich auch gerade, wie ich sagte, ne, ich bin sehr kritisch der Klimaideologie, fast schon kann man sagen, gegenüber. Und das unter anderem, was mich da so skeptisch stimmt, ist die ausbleibende Debatte darüber. Es bieten sich sehr viele Leute an, die Gegenthesen aufstellen und die das herrschende Narrativ in Frage, in Zweifel ziehen. Und das ist halt so etwas, was ich so grundlegend, ich weiß nicht, ob du dem was abgewinnen kannst, aber das ist so eine grundlegende Haltung. Meinetwegen gibt es nicht die objektive Wahrheit. Es geht auch nicht darum, in einer Auseinandersetzung, sei es politischer, sei es wissenschaftlicher oder auch juristischer Natur, gerade in der Justiz wird es besonders, besonders erkenntlich, geht es nicht um die Wahrheit, sondern es geht darum, wer für seinen Standpunkt besser argumentieren kann. Wer hat weitergedacht? Das ist die Auseinandersetzung. Selbst wenn ich mich politisch auseinandersetze mit anderen, kann sein, dass er Recht hat, kann sein, dass er auf der Seite des Rechts steht, aber ich kann für meinen Standpunkt besser argumentieren. Kann sein, dass ein Verurteilter wirklich oder ein Angeklagter wirklich schuldig ist, aber wenn sein Anwalt einen guten Job macht, wenn er gut für ihn argumentieren kann, das ist sein Job, das ist ja auch die Rechtsstaatlichkeit, dann wird er freigesprochen werden. Ja. Und im anderen Kontext, in der Wissenschaft, können wir auch nur darüber streiten und gucken, wer hat weitergedacht. Das ist so ein bisschen für mich viel orientierungsgebender für Wahrheitssuche. Und da, wie gesagt, in dem Kontext beklage ich halt die ausbleibende Debatte in vielerlei Punkten.
was natürlich ein weiteres Indiz dafür ist, dass die halt Machtverlust befürchten. Ich habe mich jetzt erinnert, als du das gesagt hast mit ausbleibender Debatte, dass im Internet ein Video herumschwirrte, wo ich glaube, Frau Ehmke mit Frau Kämpfer diskutierte und dann sagte... Kannst du die Leute vorstellen? Caroline Ehmke ist eine moralisierende Autorin und Frau Kämpfer ist was? Ministerin wofür? In Deutschland? Ja, in Deutschland, okay, frag mich nicht. Claudia Kempfert? Okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall die beiden, ich glaube, man muss es vielleicht auch nicht wissen, die beiden waren im Gespräch und Frau Ehmke sagte, ja, man müsste bestimmte Aussagen zum Klima überhaupt nicht mehr zulassen. Eine, ja, das Genre im medialen öffentlichen Raum gibt, aber also von Pro und Contra, ja, und ich würde wirklich dazu aufrufen, dass niemand, der eingeladen wird, in einer Rahmung, die Pro und Contra heißt, teilzunehmen. Ich würde wirklich inständig darum bitten, dass es einfach, es muss aufhören. Wir müssen aufhören, diese Rahmung zu bedienen. Ja? Es wird uns beständig vorgemacht, es gäbe zu allen Fragen gleichermaßen wertige, gleichermaßen vernünftige, einander widersprechende Positionen. Das ist mit Verlaub einfach Bullshit. Ja? Und es führt zu... Nein, wir müssen es abschaffen. Ja? Es führt genau zu dem, was dann anschließend als Spaltung der Gesellschaft thematisiert wird und wiederum von denselben Talkshows thematisiert wird, die vorher es kreiert haben. Also jeder, der eingeladen wird, wirklich, jeder, der dazu eingeladen wird, übrigens auch noch aus einem anderen Grund, ja, weil in dem Moment, in dem Frau Kämpfert eingeladen wird, pro oder contra, zu ganz egal welcher Frage zu äußern, wird sie anfangen, nicht nur darüber nachzudenken, was sie eigentlich denkt zu einer bestimmten Frage, sie wird nicht nur einfach erörtern und darin möglicherweise auch Selbstzweifel, Ambivalenzen, Unsicherheiten mit thematisieren, sondern sie wird die ganze Zeit nur gegen die andere Position argumentieren. Es ist auch eine Form von Selbstverdummung, ja? Wenn wir in diesem Pro- und Kontra-Format uns vereindeutigen müssen, wo Dinge komplizierter sind. Also bitte, lesen Sie den Kram nicht, gehen Sie bitte nicht in Formate, lassen Sie sich nicht einladen zu diesen Formaten. Sie sind, Sie lachen mich ja, so an, aber ne? Na, man muss, es ist wirklich eine systematische Zerstörung von vernünftigem, rationalem, differenziertem Diskurs. Ja, ich bin sehr froh. Sehr froh. Bravo. Man muss es abschaffen. Dafür lasse ich mich sehr gerne unterbrechen und finde es absolut sinnvoll und aus so berufenem Munde, das in so eine Halle zu rufen, also you made my day, also ist der Wissenschaft. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil einerseits zeigt das ein totalitäres Mindset, natürlich. Das ist ganz klar. Und das totalitäre Mindset wird immer damit begründet, dass man sagt, es ist 5 vor 12. Ja, oder 5 nach 12, ja, ja. Das hören wir jetzt seit Jahrzehnten. Ja. Das ist ganz klar, man treibt die Leute mit dieser vermeintlichen Zeitnot in die Ecke argumentativ. Also einerseits ein totalitäres Mindset Alarmismus. Und andererseits auch... Alarmismus, ne? Ein Alarmismus, genau. Ja. Und andererseits natürlich auch ein Akt der Verzweiflung, weil wenn ich so etwas sage, dann habe ich keine Argumente. Ja, natürlich. Und das ist wirklich sehr erstaunlich, dass man so etwas sagt. Also mir käme sowas nie über die Lippen, muss ich sagen. Es ist kein Beweis, aber es ist ein sehr handfestes Indiz auf jeden Fall. Es ist ein sehr handfestes Indiz. Wenn man so argumentieren muss oder darauf angewiesen ist, so zu argumentieren, da wird die argumentative Substanz eher dünne. Genau, und wie gesagt, ich habe persönlich überhaupt zum Inhaltlichen keine Meinung beim Klimawandel, aber ich sehe, welcher Alarmismus betrieben wird, ich sehe, welche Mechanismen spielen. Ja. Und dann kann man sich von außen schon ein Bild machen, dass die Argumentation nicht die überzeugendste ist. Und ich denke, das werden viele Leute machen. Also der Bojanowski scheint sich jetzt sehr gut zu verkaufen.
Und die Leute fallen vielleicht nicht mehr in diesem Maße darauf rein. Ja. Und es war auch neulich ein paar Mal zu lesen, dass international die Unterstützung ein bisschen zurückgeht für diese Klimahysterie. Und es scheint so zu sein, dass Deutschland da wieder einen seiner beliebten Sonderwege fährt. Mhm. Ja. Also, ja. Das zu dem Thema, also um das abzuschließen, unter dem Begriff hast du das geführt, des Scientismus. Hast du den Begriff geführt? Also, nein, nicht erfunden, den gibt's. Okay, den hast du nicht geprägt. Ja. Okay, aber für die Zuschauer, Scientismus aus dem Englischen Science, ne? Wenn man das dann halt quasi mit einem Ismus verknüpft. Ja, also es ist dann eben nicht, man könnte sogar sagen, Scientismus ist in gewisser Weise das Gegenteil von Wissenschaft, weil Wissenschaft setzt eben Falsifizierungsstrategien voraus und so, Falsifizierbarkeit, Streitkultur und so weiter voraus. Und das Scientismus ist einfach wissenschaftsgläubig und wechselt sozusagen aus dem Feld des Wissens in das Feld des Glaubens, nur wird halt dann an die Wissenschaft geglaubt. Verstehe. Und das ist schon interessant, auch für mich jetzt, dass das so einen Aufschwung nimmt, dieses scientistische Denken, von Leuten, die sich als links definieren. Mhm. Weil eigentlich gab es auf der Linken immer eine starke Tendenz zur Wissenschaftskritik. Ja. Man hat immer genau geguckt. Ich erinnere mich an so Seminare mit dem Titel "War Marx zu positivistisch?" Also quasi hat er zu sehr auf nachvollziehbare Verfahren gesetzt in seinen ökonomischen Werken. Und das ist, hat sich genau umgekehrt. Also jetzt ist es so, dass ein Großteil von Leuten, die sich heute als links beschreiben, eigentlich jegliche Wissenschaftskritik abweist und jedes Dogma, das rausgeschmissen wird, geradezu in sich aufsaugt. Und das ist ein weiterer Bankrott des kritischen Denkens. Sicherlich. Auch gerade, wenn man wissenschaftsfreundlich ist. Ja. Also sie versuchen es ja dann immer so zu framen, als wäre jeder, der das ablehnt, wissenschaftsfeindlich. Aber das ist ja natürlich, wie gezeigt, unsinnig. Ich finde, du kannst hervorragend für deinen Standpunkt argumentieren. Ich danke dir. Das ist nicht das, genau das ist das, was ich halt... alles gut. Das ist genau das, was ich auch was mich sehr anspricht an deiner Literatur. Vielen Dank, dass du sehr erkenntnisreich bist, erkenntnisorientiert, ja, und im Zweifel das Strategische hinten ansteht. Weil natürlich schlagen wir uns in der Politik, in der Metapolitik auch mit Strategien rum und der Gegner, ne, also in gewisser Auseinandersetzung, hat auch seine Taktiken. Natürlich. Und darauf muss man sich einstellen, aber ich bemerke immer wieder bei dir, dass du halt da auch streng mit dir selbst bist. Das ist das größte Kompliment, ich versuche es. Und es ist auch so, dass man natürlich sehen muss, dass das linke Denken sozusagen als Richtung natürlich eine historische Berechtigung hat. Es ist ja klar, dass das entstanden ist aus der Industriegesellschaft, das musste so sein, es mussten die Interessen einer Arbeiterschaft vertreten werden und so. Aber das Interessante ist ja, dass es jetzt eine Wendung genommen hat, wo ich eigentlich sehr zögere, das noch als links zu bezeichnen. Oh, das und das meine ich durchaus kritisch. Also ich habe in dem Buch den Ausdruck linkeral verwendet, weil ich gefunden habe, dass linksliberal nicht stimmt, weil weder sind die Linksliberalen links, weil die sozial Schwachen, sofern sie zum eigenen Volk gehören, werden komplett im Stich gelassen. Noch sind sie liberal, weil man ständig versucht, anderen Leuten Denkvorschriften zu machen. Das ist höchst autoritär. Es ist höchst autoritär geworden. Wenn man Wörter verbieten will oder andere Begriffe gebieten will, dann ist es natürlich autoritär. Spätestens wenn die Sprache schon diktiert wird. Ja. Es ist autoritär und es arbeitet auch mit allen Tricks. Also ich lese jetzt auf Twitter öfters Leute, die sich beschweren, wenn es irgendwo verboten wird zu gendern. Mhm. Und ja, und das ist autoritär, wenn verboten wird zu gendern. Aber das sind genau die gleichen Leute, die dir das schriftliche Gendern aufzwingen wollen. Beispielsweise durch Punktabzüge in Unis. Durch Punktabzüge an Unis. Ja, und dann heißt es immer, dass, ja, es gibt das, ich weiß, ich habe es auch wiederholt gehört, auch neulich wieder von einer Mutter, wo es heißt, der Sohn muss einfach gendern. Und das wird dann geleugnet, zum Beispiel. Ja. Also es wird mit allen Tricks gearbeitet und das ist nicht gut und das wäre eigentlich nicht nötig. Mhm. Also ich finde, wenn man Argumente hat, muss man nicht in dieser untergriffigen Art operieren. Ja, das wirkt halt sehr fraglich und spricht nicht gerade für die Argumentationsstärke. Nein, es spricht nicht für die Argumentationsstärke, das ist so wie bei der Emke. Also wenn ich sagen muss, ich darf darüber nicht mehr reden, das ist wirklich die letzte Verzweiflung, oder? Absolut. Also wenn das jemand von rechts sagen würde, würde man sagen, die Rechten gehen auf dem Zahnfleisch und haben keine Argumente mehr. Ich möchte nochmal zu einem anderen Thema zu sprechen kommen, das war jetzt zum Thema Scientismus. Mhm. Vielleicht hängt es auch teilweise zusammen zum Thema Transhumanismus. Das interessiert die Menschen auch. Das wird auch immer mehr Raum greifen in den nächsten Jahren. Ich bin der Meinung, dass wir uns schon in den Anfängen befinden. Mhm. Also alleine schon, wenn du dir, das möchte ich deswegen auch kritisch beleuchten und belasten, das Thema, auch aus alternativer oder rechter Perspektive, weil immer gesagt wird, immer die Berührungsängste gegenüber Transhumanismus und Technokratie, technokratischen Mitteln. Aber ich denke mir,
dass wir da schon mittendrin sind und auch die Vorzüge davon genießen. Alleine jetzt in diesem Moment kommunizieren wir mit mehreren 10.000 Menschen. Das ist ja eigentlich schon, damit haben wir ja die menschliche Natur schon längst überholt. Ja, was wäre denn, denn natürlich möglich? Ich stelle mich auf den Berg und kann zu mehreren Hunderten sprechen, die mich gerade noch so verstehen können. Das wäre die Natur. Ne? Aber wir kommunizieren über mehrere hundert Kilometer hinweg mit mehreren tausend Menschen. Das ist ja eigentlich schon überholt. Oder die Kamera. Ne? Ja, die hält dir auch gerade eine Erinnerung fest. Also wenn du jetzt zurückgehst, bevor es moderne Technologie gab, dann, also noch vorletzten und vorvorletzten Jahrhundert, es gab keine Kameras. Die einzige Möglichkeit, etwas festzuhalten, war ein Bild zu malen. Und heute, wenn du mal, dass du vielleicht mal alte Bilder von dir findest, ja, so wirklich ausgedruckte Fotos, das sind Erinnerungen. Dann hast du vielleicht auch die Gerüche und die Musik. Oder wenn du ein Lied hörst, was du aus deiner Kindheit kennst, dann verbindest du das mit Erinnerungen. Das ist eigentlich schon geht über die menschliche Natur eigentlich hinaus. Absolut. Ne, wir sind da eigentlich mittendrin, meiner Meinung nach. Das ist meine These. Ich bin gespannt, was du dem zu sagen hast. Also ich glaube, dass das sicher stimmt. Und dass es natürlich bei diesen Dingen, die da entwickelt werden, es geht ja teilweise um die Entwicklung von Körperorganen und so weiter, dass es da Dinge gibt, die einfach bestehende, zum Beispiel medizinische Entwicklungen fortsetzen werden. Was auch gut ist. Und was sehr gut ist. Es wäre zum Beispiel wunderbar, wenn das diese Transplantationsmedizin ersetzen könnte. Und es würde sich diese ganze Frage, ob Leute noch leben, die Organe spenden oder so weiter, das würde sich alles nicht mehr stellen. Sehkraft und sowas, solche Dinge. Das würde ich alles positiv sehen. Und ich glaube auch, dass solche Entwicklungen ja natürlich passieren, auch wenn man sich hinstellen würde und sagen, Vade retro Satanas, will ich nicht, passiert trotzdem. Also das finde ich völlig. Das ist die typische Konservative, ne? Das ist ja immer hinterher. In gewisser Weise ja. Ja, das ist ja das, was du auch in deinem Konservativismus-Video beschrieben hast und was Kurtagic auch beschreibt, und das stimmt auch alles. Also, Alex Kurtagic, für die Leute, die nicht wissen, warum Konservative immer verlieren. Und auch, ich glaube, Manfred Kleiner-Hartlager hat sich mit seinem Buch Konservativen Beschimpfung dem angeschlossen. Genau, stimmt. Ja, genau. Also da hat Antaios auch sehr schöne Literatur dazu. Ja. Das stimmt alles, das kann ich alles unterschreiben. Ich glaube aber, dass es sozusagen zwei Stränge gibt. Der eine Strang ist dieser quasi pragmatische, dieser technische. Also Techniker, ich bin ja auch mit einem Ingenieur verheiratet, und die erfinden einfach gerne und machen gerne und so und entwickeln Dinge voran. Und das hat zunächst einmal keinen besonderen ideologischen Rahmen. Also man kann das dann natürlich in eine Geschichte der Erfindungen integrieren und kann das entsprechend bewerten und so, aber das ist so die pragmatische Schiene. Die ist erstmal da und die hat viele positive Aspekte, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht zurück in eine Hütte ohne Elektrizität und dies und das, würde ich nicht wollen. Deswegen, um mich kurz zu unterbrechen, fand ich das interessant in deinem Konservatismus-Video, weil da hattest du gesagt, ja, du hattest mehrfach den Besitz oder Nichtbesitz von Smartphones sozusagen, ja, als einen konservativen Zug. Und das ist eine interessante Frage. Also man würde sich doch fragen wollen, ist das jetzt unbedingt konservativ? Also ich finde das völlig in Ordnung, keins zu haben. Ja. Das ist, finde ich, ganz sogar heroisch in gewisser Weise. Also ich habe eins und hänge ständig an dem Ding. Das ist irgendwie einfach mir so. Geht es nicht anders. Ja, es ist einfach so. Ist zu viel, immer ist es zu viel. Ja. Genau, aber wäre es sozusagen ein genuin konservativer Zug, so ein Gerät nicht zu besitzen? Das wäre eine interessante Frage. Ich glaube eigentlich nicht. Wir hatten gestern das Thema tatsächlich hier. Ja? Und, und da ging es halt auch darum, also wie nimmst du denn Leute wahr, die nicht mal ein Handy haben? Die machen das ja auch aus dem Aspekt heraus, weil die sagen, wir wollen halt das beibehalten, wie es früher war. Ich habe mich auch sehr lange gesträubt. Ich hatte mein erstes Handy mit 18 oder so und dann sehr lange noch gegen das Smartphone gesträubt. Ich verstehe auch, warum auch. Also ich habe meine Motive damals sehr gut erkannt. Und ich würde das ja, wenn ich das bei denjenigen, die ein Smartphone haben und sich dieser Technik fast schon untergeben haben, kritisiere oder nicht kritisiere, dann kann ich ja nicht gleichzeitig bei denen, die sich dem entziehen, und das ist eine wirkliche Leistung heutzutage. Das ist eine große Leistung. Kann ich das ja nicht anerkennen. Also ich kann nicht beide anerkennen. Ja. Verstehst du? Ja, ja, klar. Nein, das ist absolut, das ist eine große Leistung. Ich habe mich nur gefragt, ob es sozusagen ein spezielles Kennzeichen von Konservativismus wäre oder Konservatismus. Und jetzt, pass auf, damit ich mich nicht verhaspele. Also es gibt diesen pragmatischen Strang und es gibt aber einen Strang bei diesem Transhumanismus, der natürlich hochideologisch besetzt ist. Und den finde ich bedenklich. Ja, ja. Also, und das ist wiederum, und da kommen wir wiederum noch einmal über eine Ecke zu diesem Trans- und Queer-Thema zurück, weil beides beruht im Prinzip darauf,
dass ich meine, mich als Mensch völlig neu schaffen zu können. Mhm. Also die Technik soll dazu dienen, und du sollst den grenzenlosen Geschlechtswechsel haben, mhm, und dann sollst du möglichst lange leben und dann sollst du unsterblich sein und so weiter und so weiter. Das heißt, es geht darum, immer mehr Abhängigkeiten zu kappen. Und das ist jetzt, dieses Autonomiebestreben ist natürlich jetzt sehr ambivalent, mhm, weil es ist klar, dass man nach Autonomie strebt. Das ist ja an sich nicht verwerflich zunächst. Aber es zieht dann eben, und ich glaube, das wird nicht gesehen, es zieht andere Abhängigkeiten nach sich, die in den Kulissen sind. Ich hatte zum Beispiel einmal über einen Text geschrieben aus dem Umfeld von Martin Rothblatt. Das ist ein amerikanischer Millionär oder vielleicht sogar Milliardär, ich weiß es nicht, der sehr viel in diesem transhumanistischen Feld unterwegs ist. Und da hat jemand dazu einen Text geschrieben, wo es darum geht, dass Gehirne in irgendwelchen Lösungen aufbewahrt werden, und den Körper brauchst du gar nicht mehr, den kannst du entsorgen lassen. Ja, ja. Und dann sorgt eine Firma für dein Gehirn und die versorgt dich. Du lebst virtuell und wirst die ganze Zeit mit wunderbaren erotischen Abenteuern und Wohlgefühlen und so weiter versorgt. Und wie kann man nicht sehen, dass man, nehmen wir an, das wäre machbar, ja, dass man damit in einer super Abhängigkeit landet. Denn wenn die Leute, die diese Firma nicht mehr betreiben, eines Tages den Schalter umlegen, ja, ja, oder wenn du ein Erdbeben hast oder dies oder das, dann verrottet das Gehirn ganz gemütlich in diesem Behälter. Ja. Und das heißt, es werden Abhängigkeiten zunächst einmal projektiert. Das ist jetzt keine Realität, aber es werden Abhängigkeiten projektiert, die aber, oder die wären die Folge, und das wird aber überhaupt nicht mitgedacht. Also der Autonomiegewinn wäre vermutlich keiner. Also ich möchte das versuchen, kritisch, weil ich auch konservativ, mhm, kritisch zu, mhm, beleuchten. Mhm. Und zwar habe ich ja immer die Befürchtung, dass man da auf ein Muster hineinfällt, das halt eben nur eine ganze Lebenszeit hält. Und, mhm, wir alle erleben das. Und ich kann mir vorstellen, oder kannst du dir vorstellen, dass diese Skepsis, die du gegenüber beispielsweise jetzt Geschlechterwechsel hast, mhm, ja, wenn du das technologisch schaffen, mhm, könntest, ja, was es ja sowieso nicht ist, mhm, weil die Fruchtbarkeit fehlt beispielsweise. Ja, genau. Es ist ja nicht nur es sind ja nicht nur die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Natürlich. Es geht ja darüber hinaus. Also das wäre ja sowieso simplifiziert. Es ist ja jede Zelle geprägt. Genau, mhm, aber sagen wir mal so, das würden wir damit adaptieren oder zumindest simulieren, ja. Mhm. Meinst du nicht, dass die Menschen früher, vielleicht in einem anderen graduellen Ausmaß, vielleicht in einem geringeren Ausmaß, dieselbe Kritik, dieselbe Skepsis hatten gegenüber beispielsweise Krebsheilungen? Das gibt es, mhm, ja sogar heute noch. Es gibt, mhm, ja, es gibt ja religiöse Gruppen, die sind zum Beispiel gegen Bluttransfusion. Mhm. Die haben dieselbe mhm, Skepsis immer noch beibehalten, mhm, die sagen, das ist, damit spielen wir Gott. Mhm. So wie wir jetzt das, mhm, da sagen, also dieses Muster zu durchbrechen, das versuche ich halt so, mhm, ich möchte da konsistent bleiben in meiner, mhm, Argumentation, und wenn ich nicht dagegen bin, dass ich operiert werde, wenn ich, mhm, mir das Bein breche, weil das ist ja auch eine technologische, mhm, Errungenschaft. Natürlich. Das, ja. Wie war es in der Steinzeit? Ja, dann hast du den Bein gebrochen, das war ein Leben lang, bist du gehumpelt. Ja, das ist klar. Das ist völlig richtig, Ferros. Nur man kann natürlich auch fragen, ob es sozusagen bei dieser enormen Beschleunigung dieser technischen Entwicklung das ist ein Kriterium, ja, sozusagen einen Punkt gibt, wo man sagt, die quantitative Entwicklung schlägt dann auch in eine andere Qualität um. Mhm. Also ob man sagen kann, ja okay, ob ich jetzt einen Haxen operiert bekomme, ist das eine. Und ob dann mein Hirn in einer Lösung weiter existiert. Natürlich. So, also der Unterschied ist dann schon erheblich. Aber ich finde auch, dass es schwer ist, da eine wirklich überzeugende Argumentation zu finden. Und eine Grenze zu ziehen, ne? Eine konsistente, ja, Grenze, das ist das Wichtige. Ja, genau. Ja. Also das wird sehr schwierig sein. Und ich weiß aber nicht, inwieweit man sozusagen jetzt sich große Sorgen machen sollte, weil das ist natürlich auch abhängig von einer sehr, sehr entwickelten Technologie, Wirtschaft und so weiter. Und wenn wir irgendeine Form des größeren Rückfalls kriegen sollten, dann würde das wahrscheinlich auf ein paar hundert Jahre kollabieren, diese Entwicklung. Ja, das ist zu erwarten. Ja, also ist möglich. Oder es wäre zumindest eine Aussicht, ja. Ja. Ich möchte damit einen Bogen schlagen zum letzten, mhm, Themenkomplex, auf den ich mich sehr gefreut, mhm, habe, weil ich den noch nicht öffentlich besprochen, mhm, habe, und da habe ich mich sehr gefreut, mhm, mit dir mich auszutauschen. Und zwar geht es um die Gegenüberstellung, ich nenne es Gegenüberstellung Individualismus und Kollektivismus. Mhm. Und das ist halt etwas, was ich immer wieder beobachte. Jetzt eben konnte ich das gerade beobachten, wenn wir auch über Transideologie, mhm, reden. In meiner Rezension zur letzten Freilich-Ausgabe, die hat, mhm, ja eben genau diesen Trend, mhm, Transideologie behandelt. Mhm. Und da habe ich regelmäßig oder in Abständen moniert,
dass das halt sehr makroskopisch betrachtet wird. Mhm. Es ist eine makroskopische Erscheinung, das muss man sagen. Wie gesagt, das wird medial gepusht. Unter anderem politisch wird es befeuert. In welchem Sinne makroskopisch, Ferus? Ja, das ist halt so top-down ist. Ne? Mhm. Also ja, okay. Das betrifft die ganze Gesellschaft. Das ist nicht irgendwie, das ist halt ein flächendeckendes, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Mhm. Auch wenn es natürlich 0,01% sind, die davon betroffen sind, real und immer noch eine Minderheit ist. Mhm. Aber trotzdem ist es ein flächendeckendes Phänomen. Mhm. Und was bedeutet das? Und dafür müssten diejenigen, die halt die herrschende Narrative hinterfragen und opponieren, eine Antwort haben. Was ist unsere Antwort? Was ist die Lösung für den Einzelnen, der davon betroffen ist? Ich darf dir ein Beispiel geben, weil, und das sehe ich sehr kritisch. Mhm. Im rechten Lager beispielsweise in bestimmten Sphären wird zum Beispiel dazu aufgerufen, Mobbing zu kultivieren. Ja, Mobbing wäre quasi die Lösung. Finde ich unmöglich. Finde ich absolut unmöglich. Das kann niemand ernst meinen. Das sind meistens dann auch Leute, die sich nicht trauen, mit Gesicht dazu zu stehen. Zu einer Meinung kannst du auch nicht mit bürgerlichen Namen stehen. Ja, also das ist oft so, aber nur um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Also ein makroskopisches Problem ist entstanden oder ein Phänomen ist aufgekommen und dafür soll die Lösung sein, dass du das Individuum, das davon betroffen ist, das in den meisten Teilen wahrscheinlich gar nicht politisch ist, gar nicht in der Auseinandersetzung verflechtet ist, zu mobben, in anderen Worten psychisch zu missbrauchen oder psychisch zu misshandeln, was ist Mobbing, was anderes, ne? Also das kann nicht die Lösung dafür sein. Aber was ich halt immer wieder sehe, wie nicht nur, noch besseres Beispiel ist auch Massenmigration. Wir kritisieren das Phänomen, dass das halt passiert millionenfach, ja, und dann haben wir auch die Lösung dafür, Remigration, aber das ist die makroskopische Betrachtung, die kollektive Betrachtung. Im Individuum, im mikroskopischen bedeutet das, dass du vielleicht dich sogar von deinem guten Freund trennen musst, mit dem du dich verstehst, der ist aber, kommt aus Ägypten, hat welchen Hintergrund auch immer, Remigration würde auch ihn treffen. Ne? Na gut, das wäre die Frage, wie man es zuschneiden würde. Wie man es zuschneiden würde? Also... Aber im Einzelfall bedeutet das, dass es ein schweres Schicksal ist oder eine unbequeme Maßnahme. Ja. Ne, morgens wirst du geweckt, wirst abgeschoben, Polizei, Familien werden auseinandergerissen. Ja, und ich glaube, dass die, gerade in der Rechten, dass da viel Angst herrscht, diesen Schritt dann auch wirklich konsequent ins Mikroskopische zu übertragen und das zu machen. Und damit scheitert es oft in der Praxis, weil wir keine Antwort auf die Mikroskopie, auf das Individuum haben. Jetzt darf ich dir gerne das Wort übergeben, was deine Gedanken dazu sind. Ich danke dir, Ferus. Also da war ich jetzt gar nicht drauf eingestellt. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ich möchte noch ganz kurz zu dem Transhumanismus-Thema sagen, dass Eva Rex ein sehr schönes Kaplakenbändchen darüber gemacht hat. Und zwar zu okkultistischen Tendenzen in dieser okkultistisch-ideologischen Tendenzen in dieser Transbewegung. Und das finde ich habe ja über Okkultismus in der Romantik habilitiert und das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Das wollte ich nur kurz nachtragen. Ich würde es einfach mal einblenden. Das ja, genau. Ja. Mach das. Ja, das finde ich super. Und was wollte ich sagen? Ja, genau. Also diese Beispiele, die du jetzt bringst, ich muss einmal ein bisschen einen Schritt zurücktreten. Also mir hat sich diese Problematik von Individualismus und Kollektivismus wieder sehr stark im Zusammenhang mit dieser Queer-Geschichte gestellt. Weil es ist ja so, ich sehe das nicht als ein, irgendwie wie es immer dargestellt wird, spezifisch linkes Phänomen, sondern ich sehe das als eine ausgeuferte Form von Liberalismus. Ja. Und es wird damit reagiert auf ein Individualisierungsgebot. Ja. Man soll sich individualisieren und das heißt im konkreten Fall, man muss sich unterscheiden. Ja, profilieren auch von anderen. Profilieren, von anderen genau. Seiten. Und das erzeugt aber automatisch Paradoxien, denn ich soll mich unterscheiden. Und jetzt wird den Leuten nahegelegt, dass sie sich am besten durch einen Geschlechtswechsel unterscheiden, weil dann sind sie super interessant, sammeln soziales Kapital an, sammeln Prestige an. Also ich finde ja diese ganzen Mütter, die dann zur Sprache kommen in den Medien, oder auch in den sozialen Medien und die erklären, dass ihre zweijährigen Kinder schon trans sind, das ist furchtbar, nicht? Und man merkt einfach, die Eltern möchten Prestige gewinnen auf dem Rücken der Kinder. Was soll ein zweijähriges Kind mit einer Kategorie wie Geschlecht anfangen? Das ist ein Punkt. Und das heißt, es läuft automatisch in eine Aporie hinein, weil das wird jetzt sozusagen gehypt, das wird gefördert und jetzt gibt es in Schulklassen Phänomene, wo plötzlich ganz viele Schülerinnen, vor allem Mädchen, manchmal auch Jungs, erklären, dass sie das andere Geschlecht haben. Tatsächlich sind Mädchen überrepräsentiert. Ne? Mädchen sind überrepräsentiert, genau. Und jetzt ist das Interessante natürlich, das machen die, um sich zu unterscheiden, um sich einzigartig zu machen. Und was macht man dann, wenn das 5 Freundinnen gleichzeitig auch machen? Ja. Also ich finde, dass da sehr schön diese
diese Paradoxie, ja, dieses Verhältnisses von Individuum und Kollektiv deutlich wird. Also daran ist es mir deutlich geworden. Und in Bezug auf diese Remigrationsgeschichten habe ich darüber noch nicht nachgedacht und mich auch nicht hinreichend beschäftigt, muss ich sagen. Das war nur ein Beispiel. Ja, klar. Aber du hast natürlich völlig recht. Es ist ganz klar, dass das Probleme stellt. Und es ist ganz klar, dass man natürlich sehen muss, auf welche Gruppen das legal angewendet werden kann. Ja, und auch da kann es Tragödien geben. Ja. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, wenn ich jeden Tag gucke und ich sehe die Vergewaltigungen, die Messerattacken, die Toten jeden Tag. Das ist die andere Seite. Das ist die andere Seite. Dann habe ich die Tragödien wieder auf dieser Seite. Und wahrscheinlich gibt es sozusagen keine Möglichkeit zu agieren, ohne dass es dann auch auf beiden Seiten Kosten gibt und Fehlurteile gibt und so weiter. Ja. Und wie gesagt, das ist kein Thema, mit dem ich mich schwerpunktmäßig beschäftigt habe. Aber sozusagen, egal wie man agiert und auch wenn man gar nicht agiert, sind die Kosten sehr hoch. Also es ist leider jetzt zu einer Situation gekommen, wo auch, wie gesagt, auch wenn die Politik gar nichts macht und es nicht laufen lässt, dann sind die Kosten wahrscheinlich noch höher. Und wenn gehandelt wird, sind sie auch hoch. Also letztlich weiß man es nicht. Also ich glaube, dazu kann man schwer etwas Ermutigendes sagen, weil die Situation ist sehr schlecht. Aber das ist eine sehr interessante Einschätzung deinerseits. Also ich hatte dich auch mit der Frage überrascht. Hatte ich ja das auch, macht nichts, das genau, ist ganz das okay. Mich hat das auch persönlich sehr interessiert. Auch, es ist auch vielleicht auch einfach ein Anstoß für eine Debatte darüber. Ja, natürlich. Weil ich habe das Thema noch nicht gehabt in der Öffentlichkeit. Und ich möchte, dass wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, auch bei den Zuschauern. Dass wir, weil jeder kennt jemanden und wir tragen die Leute das auch heran. Was soll ich machen mit dem? Und das, die wollen ja einen, sagen wir mal, ethisch edlen Weg gehen. Auch da, die wollen ja auch da gerecht sein. Mhm. Ne? Wir wollen ja nicht irgendwie Demagogie verfallen, auch wenn angesichts dieser Schreckensmeldungen müssen wir den Anspruch an uns haben, nicht das mit gleichem Schwert zu vergelten. Das darf nicht die Lösung sein. Wie gesagt, auch Mobbing ist für nichts eine Lösung. Ja, nein, das ist vollkommen inakzeptabel. Genau. Also ich muss sagen, dass ich es heißt ja immer, man trifft im Netz so viel auf Hass und Hetze und Hetze und Hass und was. Also ich muss sagen, auf Twitter treffe ich überhaupt nicht auf Hass und Hetze. Ich finde so interessante Sachen. Ich meine, gut, das hat mit dem Algorithmus zu tun. Ja. Also ich bin dann auch historisch interessiert und dann findest du kunsthistorische Sachen und so. Aber ich habe in meiner Timeline eigentlich nie Pornografie und ich habe nie Gewalt. Ja. Und ich frage mich, was die Leute angucken. Ja. Oder ob das... es scheint mir sehr übertrieben man zu sein. Zieht es vielleicht selber an, wenn man selber sich in die Richtung agiert hat. Ja, ich vermute. Sowas, Und ich meine, man hat manchmal Leute, die pöbeln und die schaltet man halt dann stumm und im Wesentlichen hat es sich damit nicht. Bettina, sehr interessant. Ich habe eine abschließende Frage dazu und zwar, da habe ich letztens ein bisschen drüber nachgedacht, so ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Sehr viele politische Eindrücke gehabt die letzten Tage, ja, du sicherlich auch. Ja, absolut. Was würdest du antworten, was bleibt eigentlich an Konsens in unserer Gesellschaft über alle Gräben hinweg, über allen Dissens hinweg? Es gibt ja, es fühlt sich an wie ein riesengroßer Graben. Und dann gab es ja dieses Bild von, es ist nicht nur ein Graben, das ist wie eine Pizza, die wird nochmal gefettelt, die wird mit Corona nochmal geachtelt. Genau. Also es sind ja mittlerweile sehr viele Themen. Also auf der einen Seite haben wir die Konvergenz der Krisen, auf der anderen Seite führt das eben zu sehr vielen verschiedenen Lagern, die sich untereinander auch nicht unbedingt... Israel-Palästina-Konflikt, die Wiederentflammung, hat die Linken nochmal gespalten. Ne? Ja, genau. Also das ist nicht nur auf unserer Seite oder auch generell im Mainstream so. Ukraine-Krieg. Definitiv. Corona. Alles Spaltpilze. Unglaublich. Was bleibt denn noch an Konsens in unserer deutschen Gesellschaft? Also das ist eine schwierige Frage, Ferros. Und während du gefragt hast, habe ich gedacht, da bleibt nichts. Nicht, also so fühlt es sich zumindest an. So fühlt es sich an. Definitiv. Also das ist jetzt ganz unreflektiert und aus dem Bauch, da bleibt nichts. Weil du kannst, es gibt, wie gesagt, also Ukraine-Krieg, total verfeindete Lager. Statt dass man sagt, es muss verhandelt werden, es sollte eigentlich ein Konsens sein, dass es Diplomatie Frieden, gibt. Ja. Es ist kein Konsens. Nee. Unfassbar eigentlich in dem Fall. Wir können gar nicht das Thema so sehr vertiefen. Ich wollte immer noch was dazu sagen, aber ja. Okay, nee, sag nur. Dass der Populismus vorherrscht, dass der Populismus regiert, das ist offensichtlich, ja. Also... Ja, und nicht in einem positiven Sinne. Ja, genau, es geht mehrheitlich darum, Putin zu besiegen, statt Frieden herbeizuführen. Ja. Und ich meine, es sterben jeden Tag Leute an dieser Front und diesen ganzen Leuten, die jahrzehntelang mit Friedensbewegungen dahergekommen sind, ist das mittlerweile völlig Schnuppe. Mhm.
Die sprechen alle von Waffenlieferungen und Panzern und wir müssen Putin besiegen. Da frage ich mich, wer ist wir? Denn plötzlich gibt es da wieder ein Wir. Ja. Ich dachte, es gibt kein Wir, es gibt nur die bösen Rechten und dann gibt es den guten Mainstream. Jetzt gibt es auch ein Vaterland wieder. Jetzt gibt es auch ein Vaterland, genau. Und plötzlich gibt es ein Wir und dieses ominöse Wir muss jetzt plötzlich Putin besiegen. Das ist ja sehr spannend. Mhm. Und also das klappt nicht. Gaza-Israel ist eine tiefe Spaltung. Das ist zum Beispiel ein Konflikt, wo ich mich überhaupt nicht positionieren kann, weil ich finde, ich weiß zu wenig. Ich sehe mich genauso. Ich gucke hin und man muss damit auch rechnen, dass von beiden Seiten natürlich Fehlmeldungen kommen, Propagandameldungen kommen. Ich sehe auch zumindest nicht die unmittelbare Kausalität zu uns. Also das, genau. Das ist ein, genau. Das ist halt immer sehr naheliegend, sich in alle Konflikte einzumischen. Genau. Aber es ist auch eine sehr, kann auch eine sehr edle Position sein, sich rauszuhalten. Genau, und ich glaube, ich glaube, wir werden immer mehr das Raushalten erlernen müssen. In manchen Fällen fällt es schwer, weil es gibt natürlich auch in Entwicklungsländern, hat man einen Impuls zu helfen. Klar. Man muss aus der Vergangenheit lernen können und man muss sich, glaube ich, in dieser jetzigen Situation aus Konflikten, die uns nicht direkt betreffen, maximal zurückziehen. Ja. Auch so schwer es auch fällt. Und einfach versuchen, jetzt diese Konflikte, die wir hier haben und diese Probleme, die wir haben, in den Griff zu kriegen. Und das ist ohnehin in einer sehr, sehr prekären Lage, meiner Meinung nach. Diese ganze Situation, die wir jetzt haben, ist eine sehr prekäre Lage. Und insofern muss ich wirklich sagen, also im Moment, ich müsste noch drüber nachdenken, aber ich sehe keinen verbleibenden Konsens. Weil ich wollte vorhin noch sagen, naja, der verbleibende Konsens ist, dass man sich an das Recht hält. Aber da bin ich ja nun auch nicht mehr sicher. Wenn ich diese ganzen Antifa-Truppen sehe, ja, die machen, was sie wollen und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden, dann kann ich sagen, ja, ich halte mich an das Recht, aber offensichtlich ist dieser Konsens nicht mehr so sehr verbreitet. Zum einen das und zum anderen hatten wir auch viel mit Rechtsbeugung zu tun in den letzten Jahren. Also ja, auch die politisch motivierten Fälle, die eindeutig offensichtlich politisch motivierten Fälle, das hat auch mit Rechtsstaat wenig zu tun. Also im Zweifel obsiegt auch da die Macht. Ja, im Zweifel obsiegt die Macht. Und das scheint, ja, das ist vielleicht der einzige Konsens, obwohl es gibt viele Leute, die auch das nicht glauben, die leben noch in so einem rosa Wolkenkuckucksheim. Also, wenn du mich jetzt fragst, das ist wirklich eine radikale Frage, muss ich jetzt sagen, ich sehe im Augenblick keine. Bettina, sehr interessant. Es war mir eine große Freude und Ehre, dich auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen und mit dir so intellektuell auch mich auszutauschen. Vielen Dank. Ich danke dir auch. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ja. Vielen Dank.